356.509 Kilometer entfernt und doch irgendwie so nah. Auch der Vollmond über dem Feldberg im Taunus kommt heute Abend als Supermond daher und Jutta Buchwald ist begeistert. Die Hobbyfotografin aus Niedernhausen ist trotz klirrender Kälte auf den 880 Meter hohen Berg gekommen, um hier die besten Bilder vom Supermond schießen zu können. Was der Mond mit mir macht, weiß ich nicht, dass ich so ja fast mondsüchtig bin, aber es ist eben einfach ein schönes Gefühl und wenn ich jetzt nach Hause komme, bin ich richtig happy. Aber der Supermondeffekt beruht auf einer Sinnestäuschung. Der tiefstehende Erdtrabant hat nur scheinbar eine optische Nähe zu irdischen Objekten im Vordergrund. Das interpretiert unser Gehirn falsch und hält den Mond auf seiner Ellipsenbahn rund um die Erde heute für einen riesengroßen Supermond. Wenn die Situation so ist, dass diese Ellipse, so läuft es ja um die Erde herum, gerade so ist, dass wir hier hinten einen weiten Weg haben und dann kommt der Mond aber in seiner Vollmondposition nah an die Sonne heran. Und diese Situation haben wir jetzt. Das letzte Mal trat das vor etwa 70 Jahren ein. Insofern ist das ein seltenes Ereignis. Seit Jahrhunderten ranken sich Mythen und Legenden rund um den Vollmond. Mondphasenfans lassen sich für Tage wie diesen einen Friseurtermin geben, denn eine neue Frisur soll bei Vollmond besser und länger halten. Angeblich sollen auch mehr Kinder geboren werden, leider gibt es dafür keinen statistischen Beweis. Fest steht, die Wölfe heulen den Vollmond an, aber die heulen fast immer in der Dämmerung. Weil es beim Vollmond heller ist, werden sie nur noch aktiver. Genau wie viele Menschen, die sich bei Vollmond in ihrer Nachtruhe gestört fühlen. Der wichtigste Taktgeber von außen für uns ist das Licht. Wenn jetzt Vollmond ist in der Nacht, dann ist es heller als in anderen Nächten. Und das kann in einigen Fällen zu einer Störung des Schlafes führen. Für Jutta Buchwald ist der Ausflug auf den Feldberg ein voller Erfolg. Sie hat ihren Supervollmond im Kasten. Wer das Himmelsspektakel heute verpasst, dem bleibt nur ein schwacher Trost. Die nächste Chance gibt es erst wieder 2034. Erst dann will er wieder erscheinen, der Supervollmond.